So, dann noch ein ganz kurzer Moment, bis die Zusehenden und die Browser der Zusehenden verstanden haben, dass wir live sind. Jawohl. So. Dann müsste sich gleich, vielleicht kann jemand gerade mal in den Chat einmal Programm schreiben und unseren Gast Wolfgang Röfke vorstellen mit dem Ausrufezeichen Röfke. Und Dankeschön. Ja, und dann begrüße ich ganz herzlich meinen Gast für diese Stunde. Und das ist so von, wie wir uns kennen, Wolfgang zu Wolfgang, Wolfgang Röfke, der wesentliche Schöpfer und zentrale Spielleiter relativ lange von Welt der Götter und dann Götterwelt und dann doch wieder Welt der Götter. Dazu kommen wir dann auch noch. Du hast einerseits das Fantasy-Briefspiel in Deutschland durchaus mitgeprägt und zum anderen ja doch bist du ein wesentlicher Teil unserer Vorgeschichte. Und wenn wir jetzt dieses Jahr, morgen um genau zu sein, den Start von 40 Jahre Welt der Waben feiern, dann wäre das ja so auch nicht passiert, ohne dass du schon 3, 4 Jahre vorher mit Bernd Wess' Auge der Götter dann das Welt der Götter gestartet hättest. Und etwas, wovon dann erst du dich abgespalten hast und dann ich mich abgespalten habe. Aber da reden wir dann gleich noch drüber. Ja, vielleicht magst du dich erstmal selbst vorstellen. Hallo Wolfgang. Ich darf zunächst alle Zuschauenden begrüßen. Wolfgang Röfke ist mein Name. Und ja, ich weiß nicht genau, was ich vorstellen soll von mir. Ja, auch Mitspielertreffen waren, der kennt mich. Mein Ruf eilt mir voraus und auch hinterher. Ja, was möchtest du genau wissen, Wolfgang? Dann gehe ich darauf ein. Ja, zum Beispiel, wie bist du, nicht alle haben die Geschichte von Welt der Götter gelesen, auch wenn sie bei uns in unserem Kulturtaschenbuch 6, dem MBM6, zu lesen war, mit dem von dir veröffentlichten Text. Aber wie hat das damals angefangen mit Welt der Götter? Fangen wir doch damit an. Wie kamst du dazu? Und Also ich fasse das jetzt mal ein bisschen kürzer, aber ich habe damals in Düsseldorf gearbeitet und dort in der Zeitung die Eröffnung vom Spieleladen gefunden. Bin zu dem Spieleladen hingetigert und da wurden dann Cosim-Spiele verkauft und Tabletop-Figuren und sowas. Und auch ganz neu damals ein Rollenspiel namens Dungeons and Dragons. Ja, wie ging es dann weiter? Ich fand diese Spiele prima und wir haben hier in Mülheim uns mit ein paar Leuten zusammengetan und dann diese Spiele gespielt. Auch per Brief und deshalb haben wir Personen angeschrieben gehabt, deren Adressen wir hatten aus dem Fandom in Deutschland. Unter anderem meldete sich dann zurück Bernd West und der schrieb uns, er hat so ein ganz tolles neues Spiel gemacht, was per Brief gespielt wird. Fanden wir interessant und wir haben uns dann angemeldet und mitgemacht. Das ging eine ganze Zeit so. Wir haben uns, der Bernd kam ja auch im Ruhrgebiet, wir haben uns also sehr oft getroffen, wöchentlich ungefähr, kann man sagen, mit vielen, vielen Mitspielern im Ruhrgebiet. Ganz viele Sachen dabei gemacht, wo die Zeit leider nicht ausreicht, um das zu sagen. Ja, gut. Irgendwann stellte sich dann raus, meldeten sich mehr Leute an, die mitspielen wollten und das Spiel von Herrn Fest alleine, das reichte nicht mehr aus dafür. Also haben wir dann ein neues Segment eröffnet
Und wir waren uns einig, dass die Spielregel, die nur drei Seiten hatte, dass sie ein bisschen erweitert werden müsste dafür. Ich habe dann eine Spielregel geschrieben, die hatte 20 Seiten. Ja, und die haben wir dann eben für dieses Spiel hergenommen. Jetzt muss ich dabei sagen, dass ich zu dieser Zeit auch selber ein Fantasy-Rollenbriefspiel gerade in Arbeit hatte. Das hieß Welt der Drachen. Und beides zusammen ging einfach nicht. Ein bisschen weniger Aufwand versprach das Briefspiel Auge der Götter. Und so habe ich dann aus beiden Welt der Götter gemacht. Und das war im März 1979, und das Auge der Götter begann im Oktober 1978, also eigentlich kurz danach ist schon zur Welt der Götter gekommen. Und wie wurdest du dann zentrale Spielleitung von Welt der Götter? Indem ich die Spielregeln gemacht habe und die Mitspieler verteilt habe und ja, also rein praktisch ist so abgelaufen. Da gab es keine großen Diskussionen. Ich meine, es wollte niemand sich irgendwie das ans Bein noch hängen. Ich habe also viel an Werbung gemacht, viele Leute gezielt angeschrieben, Kleinanzeigen Werbung gemacht. Das ging damals noch in Computerzeitschriften und selber auch das ein oder andere, den ein oder anderen Text geschrieben. Ich hatte damals so eine Kurzeinführung in Dungeons and Dragons gemacht, die es zu dieser Zeit noch nicht auf Deutsch gab. Die ist dann auch veröffentlicht worden, unter anderem im PC-Magazin und auch an anderer Stelle. Und naja, so hatte ich eine gewisse Bekanntheit eben und konnte da natürlich dann diesen Fund auch wuchern. Und ging natürlich auch viel weiter. Wir haben schon bald die ersten persönlichen Spieletreffen gehabt. Mitte 79 war schon das erste, im Winter 79 war das zweite. Das dritte dann im April in Braunschweig. Ich weiß nicht, ob Wolfgang da schon da war, aber das war das sogenannte Friertreffen, wo es doch ziemlich cool gewesen ist. Und zu diesem Treffen kamen natürlich immer auch ein paar Leute dabei und die fanden das auch wieder ganz toll und die haben es dann in ihren Klassenräumen oder bei ihren Kollegen oder sowas weiterverbreitet und mit dem Wollten auch Ergebnis, Spielleiter dass werden. ja, das kam später. Das wollte natürlich jeder, wollte auch Spielleiter werden, weil die fanden das alle so ganz toll. Da ist man wer und ja, die Realität, die war leider ganz anders. Das hat jeder gerne gemacht und aber leider nur ein paar Wochen. Wenige haben auch ein paar Monate durchgehalten und so gut wie keiner, mehrere Jahre. Aber ich denke, da ist Welt der Götter nicht das Einzige gewesen, und etwas darunter gelitten hat. Ja, wollen wir noch kurz auf die organisatorische Geschichte eingehen? Also so, wie es dazu kam, dass von der Welt der Götter Mosrune es die Götterwelt Kanura gab und was der VFBS und der CSTS damit zu tun haben, oder? Der CSS, der hat gar nichts damit zu tun, das ist rein ein Club für strategische Spiele gewesen. Der VFBS ist der Verein zur Förderung von Briefspielen. Der hat sich im Jahr 1981 gegründet und hatte auch eine Vorgeschichte. Die Vorgeschichte, die bestand darin, dass einige Spielleiter, die aus demselben Ort kamen, gerne mitbestimmen möchten und demokratisch abstimmen, wie das mit dem Spiel geht und welche neue Spielregel eingeführt wird. Das gab es damals nicht und das wollte ich auch nicht. Die sind dann hingegangen und haben gesagt, wir spalten uns ab. Wir spalten uns ab, wohlgemerkt. Und daraufhin habe ich dann gesagt, dann spalte ich mich eben auch ab. So dass also am Ende gab es dann das Welt der Götter und das VfBS Welt der Götter und mein neues Spiel, das Götterwelt genannt wurde. Und dieses Rumpf Welt der Götter, was noch übrig blieb, das teilte sich dann auch in die eine und in die andere Seite, so dass also
so etwa Mitte 82 gab es dann nur noch den VfBS und eben Götter. Ich habe diese Neubeginn quasi, den habe ich zum Anlass genommen, die Spielregel auch nochmal zu überarbeiten und ein bisschen schöner und sowas zu machen. Ja, so ist das damals gekommen. Ja. Der VfBS betreibt mittlerweile keine Briefspiele. Nee, ich glaube, den Verein gibt es auch nicht mehr, ne? Doch, Also. den Verein gibt es immer noch. Okay. Hier, es gibt noch Es gibt noch Tier Adia, ne? ein Brettspielkon, Ah, der stimmt. einmal im Jahr stattfindet und da steckt der VfBS irgendwie noch mit drin. Okay. Allerdings nicht mehr die Leute, die damals maßgeblich. Ja. Ja, ich meine, wenn man schaut, welche Leute in der Anfangszeit bei Welt der Götter dabei waren, da sind ja durchaus Namen, die man dann später auch bei an anderen Orten wieder trifft, ne? Also wenn ich so an Günther Doyle und Leonhard Hochheimer und Michael Malais denke, die Frankfurter Ecke, das ist ja kein Zufall, dass es dann auch einen Rollenspiel-Großhandel gab, der Welt der Spiele hieß, ne? Und dass der Richtig. Welt der Spiele hieß, weil das eben Welt der Götterleute Ja. waren. Und witzigerweise, da schließt sich dann gleich der Kreis, bei Welt der Spiele hat ein gewisser Markus Plötz angefangen, der dann später Ulysses-Spiele übernommen hat, wo heute großartige Werke für Dungeons and Dragons und das Schwarze Auge und Pathfinder und BattleTech und was nicht alles rauskommen. Und wo ich mein Brot verdiene. Also von daher. Ich will noch einen Namen dazu Ja. nennen, das ist Kai Schätzel gewesen, der hatte in Berlin ein Geschäft, das hieß Morgenwelt. Ja, stimmt. Der ist also auch noch aus diesem Fandom raus entstanden. Ja, ich meine, es gab ja auch von denen, die dann bei Welt der Waben mitgemacht haben, einige, die dann andere Dinge gemacht haben im Fandom, also so den ersten Mittelalter-Fantasy-Laden mit Ja. dem Alleshändler Karl Aldinger oder dann der erste kommerzielle Live-Rollenspiel-Anbieter mit der Drachenschmiede. Und der Marketingmensch von Chessex, den Würfeln und der Chefredakteur von Perry Roden, auch heute noch, sind ja alles Leute, die auch mal bei Welt der Waben dabei waren. Also so. Und in Berlin, Björn Steinmeier hatte dann auch mal einen Fantasy-Rollenspielladen. Also war vorher Spielleiter von Prämyra, was die Welt der Waben, das Welt der Waben-Gegenstück zur Basiswelt bei Welt der Götter war. Ne? Du hattest ja den sehr guten Ansatz zu sagen, es ist gut, etwas zu haben. Welt der Götter wird so komplex, dass sowohl Spielende, die langfristig bei einem Reich dabei bleiben wollen, als auch Spielleitende, die gerne mehr als nur jetzt gerade kurz mal leiten wollen, das vorher mal üben. Und dafür eben Basiswelt. Und dann war ja auch die Vorgabe, wer Götterwelt, Kanura-Spielleiter werden will, muss vorher mal ein Basiswelt-Segment geleitet haben. Und in der Zeit, als du und ich sehr viel zusammengearbeitet haben, war es dann auch so, dass wir gesagt haben, solange wir für Welt der Waben kein Einsteigerspiel haben, gilt, wer Welt der Wabenspielleitung werden will, muss vorher Basiswelt geleitet haben. Und dann haben wir Prämyra gemacht mit halt einer wirklich runtergedampften Regel auf 4 Seiten, weil wir gesagt haben, das ist der Kern. Und wer es schafft, damit dann einige Spielzüge zu leiten und auszuwerten und ein Segment anzuregen, bei dem auch ein bisschen Weltenbau passiert, das war ja bei uns immer wichtiger als bei Ja. zumindest dem VfBS Welt der Götter. Dann der kann dann auch Welt der Wabenspielleitung werden. Ja, es ging ja letztendlich gar nicht darum, eine ganz bestimmte Spielregel zu beherrschen, sondern es ging darum, tatsächlich langfristig und zuverlässig die Spielzüge auszuwerten. Und
da konnte man halt sehen, wer das 5, 6, 7 Spielzüge lang gemacht hatte. Das ist zumindest jemand gewesen, wo man sagen konnte, okay, also die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es auch weitergeht. Das ist die Idee dahinter gewesen. Und natürlich bei den Mitspielern ist es genau dasselbe. Meine Ausfallquote, die damals da waren, ich glaube, die wäre heute auch ein bisschen geringer, dass jeder Zweite, der mitspielt, aufhört nach einiger Zeit. Das ist natürlich bei einem Segment, was langlaufend ist, ganz fatal. Weil die Leute, die Königreichen drumherum liegen, können sich dann ausbreiten, ungehindert quasi. Oder man muss da halt irgendwie ein böses Monster her oder sonst irgendwie was reinmachen. Beides ist suboptimal. Schöner ist es, wenn man halt die Nachbarkönigreiche hat. Und auch da ist es gewesen, wer da 6, 7 Spielzüge mitgespielt hatte, der wusste ungefähr, welchen Arbeitsaufwand das ist. Und da konnte man auch sagen, also den setzt man lieber ins Spiel rein, als jemand, der überhaupt gar keine Ahnung hat. Ja, so, ich habe damals immer, wenn Leute mich gefragt haben, gesagt, ja, also wie viel Zeit das kostet, ne, habe ich gesagt, also Mindestaufwand, wenn man die Regeln mal beherrscht, um wenigstens die wesentlichen Heere zu bewegen, ist so 1 Stunde im Monat. Wir hatten ja ursprünglich gesagt, also die 6 Wochen Spielzug-Rhythmus von Welt der Götter, das ist uns zu langsam. Wir wollen jeden Monat einen, ne, 12 im Jahr. Was sich dann in der Praxis auch nicht gut mit einem Studium vereinbaren ließ, mit beruflicher Tätigkeit nach dem Studium schon gar nicht. Aber das war mal die Absicht. Aber mindestens 1 Stunde im Monat, aber maximal natürlich alle Stunden im Monat, weil man kann unheimlich viel Zeit in den Weltenbau reinstecken, wenn man mal so ein Land hat und Reich, und dann nicht nur den Stadtplan der Hauptstadt beschreiben will, sondern auch die wesentlichen Nichtspielercharaktere, die dann vielleicht auch fürs Rollenspiel geeignet sind, dann ist man natürlich beliebig viel beschäftigt. Ja, da hat Welt der Götter zum Glück weniger mit zu tun gehabt, weil wir nicht den literarischen Weg oder den Weg des Weltenbaus in dem Sinne gegangen sind, sondern es ist bei uns immer ein bisschen einfacher gewesen. Also da reichte dann, dass man einmal im Jahr eine Seite Text über sein Königreich schrieb. Aber es ist also teilweise beim Mitspielen ist ein sehr großer Aufwand getrieben worden mit Botschaften, die also wirklich schön gesetzt wurden, zum Teil im Handlettering gemacht wurden. Es ist eine ganze Menge. Und je länger die Zeit andauert, umso größer wird das Königreich, umso mehr kennt man, umso mehr Nachbarn kennt man. Und entsprechend mehr Zeit muss wirklich aufgewendet werden. Denn es ist nicht schön, wenn man überhaupt nicht mehr antwortet, wenn man angeschrieben wird. Und dann sagen die anderen zu Recht, also warum mache ich mir diese große Mühe? Die anderen, die machen überhaupt gar nichts. Dann habe ich auch keinen Bock mehr. Und das ist, naja. Ja, du hast, ich habe ein paar Bilder vorbereitet, auch mit deiner Hilfe. Also bisher sehen die Leute zwischen uns das neue WDG-Logo von der WDG-Seite mundus.deum.net. Aber wir haben auch mal, damit die Leute sich das vorstellen können, eine Seite aus der alten WDG-Regel, damit ihr eine Vorstellung habt. So. Ich blende das mal zwischen uns ein. So sah noch die ursprüngliche Spielleitung von Welt der Götter aus. Allgemeine Landeinteilung, ne? Gebirge, Bergland, Hochland, Tiefland, Wasser. Das wird Leuten, die Welt der Waben heute kennen, immer noch relativ bekannt vorkommen. Und zu Recht. Wald und See und Wüste. Auch die Farben sind, glaube ich, immer noch relativ ähnlich. Die Einnahmen sind bei uns ein bisschen anders berechnet, aber so grundlegend, ein Schiff kostet 500 Goldstücke. Das hat sich bewährt und ja, aber
Das war halt die Spielregel damals oder die ersten Spielregeln, egal ob Welt der Götter oder Welt der Waben, waren halt Regelgerüst. Ne? Wir haben uns beide nicht so viel Mühe gegeben, jetzt auf 50 Seiten zu erklären, was ist die philosophische Idee dahinter und welche Gedanken könnte man sich dabei noch machen und wie kommst du da rein, sondern das waren ein bisschen, wie man so sagt, Friss- oder Stirb-Regeln. Ja, also. Ja, das ist ja später gekommen, dass ich mich bemüht habe, das ein bisschen dicker zu fassen, sag ich mal, vom Sprachlichen her. Aber selbst heute, die aktuelle Spielregel, da steht das meiste nicht drin. Man muss einfach nicht spielen, um es wirklich mitzubekommen. Ja. Genauso hier nochmal ein weiterer Blick in die Regel. Ja, das wollt ihr jetzt auch gar nicht alles lesen, aber so von wegen das Spiel und die Spielleiter und was ist die Rolle der Spielleiter? Der ursprüngliche Ansatz dabei bei Welt der Götter war ja neben der Vereinsgründung des VfBS einer der Gründe für meine Abspaltung und halt der mangelnde Weltenbau. Ja, also mich störte es, wenn es eine Karte von Musrune gibt oder gab damals von der Kampagnenwelt, wo halt klar war, dieser Kontinent grenzt an jenen, grenzt an jenen, grenzt an jenen, in diese und jene Richtung. Und dann stieg ein Spielleiter aus, das Segment wurde eingedampft und plötzlich grenzten ganz andere Kontinente aneinander. Und der Kontinent war einfach weg, das entsprach nicht meinem Konzept von Weltenbau. Und das andere war eben das, was hier zu lesen ist, von wegen das Spiel und die Spielleiter bei Welt der Götter. Das hat ja seinen Namen, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber auch daher, weil das Konzept war, dass die Spielleiter jeweils die Götter des jeweiligen Segments waren. Nein. Es ging immer um die Beauftragten der Götter. Also der Andres nannte sich selber Bote der Götter. Ja, also letztendlich das verkündet, was die Götter wollten oder was sie sagten. Und dieses Auge bei Auge der Götter, das ist ein geografisches Merkmal auf dem ersten Segment gewesen. Da war so ein Meer mitten in der mitten auf dem Segment und das sah aus so ungefähr wie ein Auge. Darum hieß dieses Ding Auge der Götter. Dieses Göttersein habe ich selber auch niemals aktiv verteidigt, sondern ich halte es für viel sinnvoller, dass man sagt, man ist ein Beauftragter der Götter und zwar nicht nur der guten Götter, sondern auch der bösen Götter, den Gegenspielern, der Mächte der Nacht. Und die Beauftragten tun letztendlich, was die Götter, was die Mächte in der Nacht verbreiten und sagen und sind insofern neutral zwischen diesen beiden Polen. Ja, da bin ich bei dir. Das war ja auch einer der Punkte, wo ich mit dir viel schneller einig wurde als mit manchen Spielleitungen aus dem VfBS WDG, denen das, glaube ich, einfach ein bisschen zu Kopf gestiegen ist. Also es ist eine Sache zu sagen, Muss nicht so sein. wir belohnen es, wenn jemand Kultur schreibt und das gibt dann einen positiven Bükatz, ja, Bürgerkriegsanzeiger. Ja, ich weiß, worauf du raus willst. Und das ist was anderes, ob man sagt, ich baue einen Tempel für meinen Spielleiter und das gibt dann entsprechend einen positiven Bükatz und Gutpunkte und was nicht alles. Naja. Das hatte sich bei denen, glaube ich, aber auch so ein bisschen verselbstständigt gehabt. Diesen Bürgerkriegsanzeiger, den gab es ja eigentlich bei Welt der Götter auch, aber der sollte ganz bestimmte Verhalten sollte der sanktionieren, dass zum Beispiel irgendwann seinen Spielzug nicht abgibt, dass die Unruhe im Königreich ansteigt. Und wenn dann wieder nicht abgibt, dann zeigt sie noch mehr an, bis irgendwann mal ein Aufruhr kommt und eine Revolution und der Herrscher abgesetzt wird. Das war die Idee dahinter. Das hat sich verselbstständigt, glaube ich, hier. Ja, ich habe zwischen uns beiden jetzt mal ein Großfeld und 48 Kleinfelder eingeblendet, so als symbolisches Bild dafür, wie diese Spiele funktionieren. Jedes dieser Großfelder hat eine klare Nummer, eine in der Regel dreistellige Nummer,
Auch weil die meisten Spielleiter, wenn sie neu sind, ihre Segmente zu groß machen und dann hinterher feststellen, das lässt sich echt schlechter verwalten, als wenn man ein handliches kleines Segment hat. Und dann eben entsprechend eine Koordinate ist Großfeldnummer Schrägstrich Kleinfeldnummer. Das ist bei dir ja immer noch so. Ich habe mir die aktuellen Auswertungen bei dir auf der Seite angeschaut. Ja. Ich sehe auch keinen Grund davon abzuweichen. Es ist zwar einfacher, das im Viereck zu machen, aber sagen wir es mal ehrlich, wenn ein Computer das sowieso verwaltet, dem ist es egal, ob das in Spalten und Reihen direkt untereinander und nebeneinander stehend ist oder leicht verschoben voneinander. Letztendlich eine Frage, wie man die Geometrie da einprogrammiert. Ein Sechseck hat gegenüber dem Viereck eben den Vorteil, dass alle Seiten gleich weit entfernt sind. Man kommt also von einem Feld ins nächste Feld und es ist immer genau dieselbe Entfernung. Beim Viereck ist die entsprechend ja, größer, wenn man über die Ecken geht. Was bei uns gerade aktuell im Spielverlauf oder in der Metadiskussion zum Spielverlauf die Beteiligten an unserem Projekt Myra beschäftigt, ist die Frage, wie genau soll eigentlich das Spiel funktionieren im Sinne von, heute Computerspiele unterscheidet man ja in der Regel zwischen PvE und PvP, also Player versus Player oder Player versus Environment. Und Welt der Götter hatte und Welt der Waben angelehnt daran auch, von Anfang an einen gewissen PvE-Anteil auch, ne? Es gab, Bei uns ist er auch PVS gewesen. Ich habe immer schon gesagt, die Mitspieler spielen nicht gegeneinander, sondern der Spielleiter spielt gegen alle. ja. Genau, der Spielleiter simuliert sozusagen die Umgebung und es gab die Sonderfunktionen. Und sofern die Sonderfunktionen nicht an andere Spieler vergeben waren, wurden sie von der Spielleitung geführt, ne? Das war bei dir ja, glaube ich, auch so. Ja, und zwar in dem Sinne, dass eine möglichst große Fairness da Klar. ist. Das hat ja nichts damit zu tun, irgendjemanden fertig zu machen oder so, weil mir ist es völlig egal, welcher Mitspieler da aktiv ist und darauf kommt es an, dass jemand aktiv ist. Fairness heißt, dass jeder dieselben Chancen haben wird. Aber ich wollte das nur unterbrechen, Ja. weil ich das mal irgendwann geprägt hatte, dass gesagt wurde, also eigentlich spielen die ganzen Mitspieler gegen den Spielleiter. Aber dass die ganzen Mitspieler sich gegen den Spielleiter verbünden, kommt ja dann auch eher selten vor, oder? Nee, das kommt eigentlich nicht vor, weil der Spielleiter ja gar nicht als Entität auf dem Spielfeld selber vertreten ist. Er ist letztendlich nur durch seine Ideen vertreten und durch Entitäten, die er selbst geschaffen hat. Zum Beispiel im Priesterreich, mit dem Gegenspieler, vom Reich der Mächte der Nacht. Diese beiden Reiche, die ich jetzt gerade nannte, die würden aber wiederum nur in ihrem eigenen Interesse spielen. Also der Spielzug, den diese Reiche machen, den machen die so, dass sie in ihrem eigenen Interesse sinnvoll ist. Der Spielleiter setzt also quasi nur irgendwas rein, und dann entwickelt sich's weiter. Idealerweise aus sich selbst, aber das ist jetzt heute möglich, mit Stimulation im Computer. Ja, apropos Computer. Wie weit? Na, sorry. Apropos Computer, wie weit bist du jetzt bei Welt der Götter, Mundus Deum, net, mit Computerauswertung? Was simuliert die alles und warum hast du die und wir nicht? Was sie simuliert, ich habe, also bei Weltergötter muss man sagen, es gibt einmal die Heere, die gezogen werden können. Es gibt dann aber auch noch die einzelnen Gemarken. Und in den einzelnen Gemarken
Da kann man Kolonisation machen, da kann man einen Heiler reinschicken, wenn eine Seuche ausbricht und, und. Also diese gesamte Simulation von auch von Nichtspielerkönigreichen, die ist komplett KI, will ich nicht sagen, weil ich halt von dem Begriff nicht. Aber das spielt quasi der Computer selbst, ohne dass der Spielleiter da eingreift, könnte es aber wird es schlauerweise nicht tun. Und es ist mittlerweile auch so weit, dass der Computer dem Mitspieler Vorschläge für einen Spielzug machen kann. Okay. Also welche Nachbargemarken kann man kolonisieren, wo ist nicht viel Widerstand zu erwarten, wo muss ein Heiler eingesetzt werden, wo droht demnächst eine Unruhe. Und ich denke, dass das schon eine ganze Menge Arbeit auch dem Mitspieler abnimmt, speziell bei ganz großen Königreichen. Der Mitspieler kann aber dennoch diese Vorschläge verwerfen und stattdessen einen eigenen Befehl einsetzen. Warum ich das habe und ihr nicht, das kann ich nicht sagen. Ich befinde mich in der glücklichen Lage, dass ich nicht nur die Spielregel selbst geschrieben habe, sondern auch komplettes Programm dazu gemacht habe. Und das einfach weiterentwickle auf den Grundlagen, die da sind. Wir hatten aber auch schon früher mal darüber gesprochen, dass ich grundsätzlich offen bin, den Kern dieses Programmes euch zur Verfügung zu stellen. Und ich programmiere auch so, dass also andere Spielelemente im Spiel auftauchen können. Ja, also es gibt da jetzt nicht nur ganz bestimmte Rüstgüter, sondern man kann auch Rüstgüter noch selber hinzufügen, als Spielleiter oder als Spielleitung. Die Einnahmen sind nicht in Stein gemeißelt. Also es gibt sehr viele Sachen, die man da auch machen könnte. Was die Ausgabe betrifft, das wissen die meisten vielleicht nicht. Die ist sowohl per Drucker möglich, im Farbdruck. Du hast wahrscheinlich diese Erkundungskarte gesehen. Dieser Ausdruck auf Papier ist 100% identisch mit dem Ausdruck im PDF-File. Das heißt also, die Spielzeugauswertung wird üblicherweise als PDF gedruckt und anschließend einem Mitspieler weitergeschickt. Und der kann sich dann zu Hause entweder auf dem Bildschirm angucken oder selber ausdrucken auf dem Drucker. Dazu braucht er keinen bestimmten Drucker, denn PDF-File kann ihn jeder Drucker ausdrucken. Ja, klar. Wer keinen Drucker hat oder auch wer keine E-Mail hat, für den habe ich nach wie vor die Möglichkeit, dass der Spielzeug auf Papier ausgedruckt werden kann und zugeschickt werden. Ich arbeite zurzeit auch an einem Spielzeug-Eingabeprogramm, wo der Mitspieler quasi sein Königreich zu Hause auf dem Bildschirm hat und den Spielzug dann entsprechend am Bildschirm abpassen kann. Er drückt dann auf den Knopf und dann geht es entweder in die E-Mail oder zu einem Server, der die Spielzüge annimmt. Und Ja. die werden dann kurz vorgeprüft und anschließend entweder wieder zurückgeschickt, gesagt, also ich soll das jetzt nicht. Oder die gehen halt in die Spielzeugauswertung. Also Aber das kann auch eine Zeit dauern, bis das komplett fertig ist, aber ich arbeite. so ein Eingabeprogramm hatten wir tatsächlich auch schon. Wir haben ja auch ein Auswertprogramm eigentlich. Das Problem an unserem Auswertprogramm ist halt nur durch persönliche und tragische Umstände, dass halt weder die Programmierer noch der Source Code verfügbar sind. Und dass das Programm halt damals sehr, sehr dicht programmiert wurde, damit das alles, das ganze Programm auf eine 1,4 MB-Diskette passt. Und dann halt unter Windows 98. Und naja. Es läuft heute noch unter Windows 98 halt auf einer virtuellen Maschine, aber so völlig zeitgemäß ist das nicht mehr. Eingabe, klar, das geht online. Da hat eine liebe Mitbewohnerin von mir auch als Informatikerin ein Formular
programmiert, damit das für WDW gemacht wird, für das Format, was dann Promi, unser Auswertprogramm, einlesen kann. Aber wie gesagt, das ist halt nicht mehr zeitgemäß und eine schöne PDF-Ausgabe ist halt auch noch was anderes als die RTF-Ausgabe, die wir damals mit dem Windows 98-Programm hergestellt haben. Naja, das ist halt die Alternative gewesen, denn die Sachen, die wir früher hatten, das war noch in den 90er Jahren, da hat man je nach Druckermodell, hat man eine Druckerdatei geschrieben. Und wer also dann einen SP-Drucker hatte, der kriegte eine SP-Datei und wer einen PCL-Drucker hatte, kriegte eine PCL-Datei. Das ist heute nicht mehr zeitgemäß. Heute ist es nicht schon zeitgemäß, eine PDF-Datei zu machen, überall gleich aussieht, die hat dieselben Farben und ich muss dabei sagen, ich lege auch einen großen Wert darauf, dass ich sehr viel Zeit drauf verwende, die Darstellung auf dem Bildschirm beziehungsweise dann auf dem Papier oder in der PDF-Datei zu optimieren, die Farben so zu machen, dass sie nicht missverständlich sind, eventuelle zusätzliche Informationen einzudrucken. Das ist also weit übers Programmieren hinaus. Aber da bin ich eigentlich bekannt für, dass ich auch früher schon sehr viel Beispiel zu Auswertungen bemüht habe, das schöner zu machen, als das andere machen. Ja. Und das ist auch heute noch der Fall. Ja, vielleicht Und ich magst mache du. das gerne. Es macht mir Spaß. Keine Frage. Ja, vielleicht magst du ein bisschen noch darüber erzählen, wo bist du denn jetzt gerade? Also sprich, was ist der Stand heute von Welt der Götter bei dir? Wie sieht das bei dir in der Welt jetzt aus? Also sprich, was für eine Community hast du, die jetzt dann das neue Welt der Götter bei dir spielt? Ich habe erst im letzten Jahr, nach ein paar Jahren Pause, wieder begonnen, Welt der Götter wieder zu beleben. Und auch das Spiel ist quasi völlig neu programmiert worden ab diesem Zeitpunkt. Auch die Spielregel ist neu geschrieben worden. Und ist, sage ich mal, 98%ig, aber noch nicht 100%ig. Im letzten Jahr haben wir ein Testspiel gemacht und ich wollte erst mal gucken, wie viele Leute kommen überhaupt noch und haben die überhaupt noch Spaß, sowas zu machen. Die Anzahl der Mitspieler ist sehr gering. Allerdings gab es durch aufgrund der speziellen Umstände der letzten Jahre hatte ich auch nicht die Möglichkeit, damals zu irgendwelchen Spielertreffen oder Spieltreffen hinzugehen, und dort mal auf die Welt der Götter überhaupt noch aufmerksam zu machen. Wir haben also so eine Community von ungefähr 10 Leuten zurzeit. An viele ehemalige Mitspieler kommt man nicht mehr ran. Ich finde sie einfach nicht mehr. Sie sind umgezogen. Online findet man sie auch nicht. Also da habe ich immer noch eine ganze Liste von Personen, die ich gerne ansprechen würde und von denen ich sicher bin, dass sie auch mitmachen würden. Vielleicht hört zufällig jemand hier. Ich plane auf jeden Fall, demnächst zu Spieletreffen wieder hinzugehen, dort nicht nur mit den Leuten zu WDG, nicht nur bei den Leuten, WDG zu bewerben, die ich von früher her noch kenne, sondern auch andere Leute anzusprechen. Ja, du hast erzählt, dass du vorhast, nächstes Jahr auch auf dem Feencon zu sein mit einem Stand. Auf dem Feencon auf jeden Fall. Da bin ich diesmal gewesen, hat mir sehr gut gefallen. Ich bin so umgezogen auch zu einem anderen Veranstaltungsort, der sehr schön ist. Auch ein Warst du schönes bei der Aussehen gibt es auch. Krähenfee oder warst du beim Feencon dieses Jahr? Beim Feencon. Okay. In Sonnenbeul war das, glaube Ja, ich, genau. in dieser Gesamtschule. Wirklich sehr schöner Veranstaltungsort und angenehmes Environment, Ja, ich, sagt man. wenn wir nicht Dann. gerade einen Ulysses Hauscon gleichzeitig haben, bin ich auch immer sehr gerne bei der Feencon. Ja, man könnte ja was auch zusammen machen. Also Ja, ich bin absolut. sehr, sehr offen für sowas, denn
Erstmal gibt es keine Konkurrenz nach so vielen Jahren. Ja. Wir beide haben doch immer eigentlich zusammengearbeitet. Du hast ja Ja. sogar bei Welt der Waben gespielt. Also ich weiß nicht, ob... ich tue mal so, als würde die Zeit nicht reichen, damit wir nicht die Anekdoten auspacken, was du alles schon angestellt hast. Aber ich meine... Man sollte vielleicht doch mal ein anderes Treffen machen, ein Online-Treffen. Ja, also Es gibt ja so. eine Menge, es gibt ja eine Menge zu erzählen. Ja, alleine Gerade Graf... zu den Geländespielen in Tübingen, das sind ja ganz, Oh ja. ich erinnere mich noch an das, wo man nackt in die Mitte des Flusses gehen muss. Egal. Ja, Jürgen Jün und so, unser lieber Mann aus Saarbrücken. Nein, aus Saarlouis. Ja. Ja. Aber klar. Oder auch, erinnerst du dich noch, was du aus Keorapukur gemacht hast in der Wüste Zun? Ich habe damals einen sehr kreativen Kulturbericht geschrieben, daran erinnere ich mich noch. Ja, mehrere. Jürgen Spohr als dein Spielleiter war fasziniert. Nicht nur von dem größten Zoo Myras, den du angelegt hast, um deinen Reichsschatz nach deiner einmaligen Investition dann mit den Einnahmen von dem großen Zoo aufzubessern, sondern auch, wie du dann plötzlich auf den Kreuzritterzug umgeschwenkt bist und Gerhard, der erste Kastrat von Wanter statt Kalyteron von Keorapukur. Wo du jetzt gerade sagst, also Kreuzritter, ich will eins noch bemerken, was ich für ganz, ganz wichtig halte. Nicht nur für meine Beschäftigung, sondern sicherlich auch für deine und für die vielen anderen Spieler, dass man durch die Beschäftigung mit WG oder mit WoW ein großes Interesse entwickelt hat für verschiedenste Themen. Absolut. Sei es jetzt die Geschichte, sei es Religion, sei es die Programmierung, sei es das Interesse für den Schriftsteller, das ist ein wesentliches Element gewesen, eigentlich jenseits des reinen Spielens, dass man also sehr, sehr viel Bildung, sage ich mal, hinzubekommen hat und aktiv noch viel mehr hinzubekommen konnte. Und ein wesentlicher Teil für mich ist immer gewesen der Kontakt zu den Mitspielern, gerade den persönlichen Kontakt zu den Mitspielern. Und darum finde ich es eigentlich schade, dass dieses Jahr das Tübinger-Treffen online stattfindet. Ich wäre liebend gerne mal wieder nach Tübingen. Ja, also wir begrüßen dich auch gerne mal wieder in Person in Tübingen. Auf der Suche nach Bildern von dir bin ich auch auf nette Bilder gestoßen, wo du mit unserer heutigen Schatzmeisterin Miriam Georg, Miriam Franz und damals noch Georg und unserem damaligen Schatzmeister Sven Post und einer meiner Töchter beim Eisessen in Tübingen bist. Also, doch, doch. Das war 2006. Ja, kann gut sein, ja. Das war bevor du nach Tunesien bist, ne? Das ist korrekt. Ja. Ja, Mensch. Aber ich bin ja wiedergekommen. Genau, wie gesagt, wir laden dich auch gerne wieder vor Ort ein. Wir haben bei unseren Aktiven von Myra mehrere, die sehr dafür brennen, dass wir schon nächstes Jahr wieder was online machen, dann halt nur das Wochenende. Und Aber auch eines ich, schließt das andere ja nicht aus. genau, und ich habe für 2027 das nächste Mal, wenn wir so eine ganze Veranstaltungswoche machen, auch schon gesagt, wir machen das auf jeden Fall so hybrid, dass auch wieder sehr viel vor Ort stattfindet. Ja. Es geht nicht über den tatsächlichen Kontakt, nicht nur face to face, sondern auch quasi Atem zu Atem, indem man sich Ja, gegenübersteht. Atem zu Ich Atem mag ist nun gerade. jetzt jemand sein, der aus der Zeit gefallen ist und aus einer anderen Zeit kommt, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass auch viele, viele Leute tatsächlich über persönlichen Kontakt sehr schätzen. Nein, ich bin ja selbst auch, also mein Atem zu Atem ist etwas, was ich in Corona-Zeiten tatsächlich so gut wie möglich vermeide. Aber an sich schätze ich tatsächlich die persönliche Begegnung auch und auch die persönliche Umarmung, sei es wenigstens zum Abschied und zur Begrüßung. Also das gehört für mich eigentlich schon auch dazu und das ist
wenn man sich Aug in Aug gegenüber sitzt, ist das auch nochmal ein anderes Verhältnis zueinander, als wenn man nur auf den Bildschirm schaut. Ja. So digital ich auch bin und so bequem es ist, meinen Schreibtisch nicht zu verlassen, um diese Veranstaltung zu machen, trotzdem treffe ich gerne Leute. Das geht mit zwei, drei Leuten vielleicht, aber sehr viele der Gruppendynamik entsteht dadurch, dass man andere Leuten in die Augen sehen kann. Wenn man sieht, wie reagieren andere, dann kann man nochmal nachlegen oder dann hält man besser den Mund. Also es ist ja einfach das Ganze. Ja. Nee, auf jeden Fall. So, jetzt lass uns noch 10 Minuten eine Werbesession draus machen. Warum um Himmels Willen sollen Leute, die heute ihre Zeit bequem auf der Couch mit Netflix verbringen könnten oder halt am Schreibtisch zockend irgendwelche Computerspiele mit oder ohne Online, mit oder ohne anderen Mitspielern, mit oder ohne Gilden, warum sollten die ihre Zeit stattdessen darauf verwenden, etwas zu spielen, was ursprünglich noch Briefspiel heißt? Hast du eine Antwort? Na, für mich bei Welt der Waben würde ich sagen, weil es tatsächlich etwas ist, was die Welt nochmal auf andere Weise bewegt, als es das Rollenspiel tut. Oder als es ein Brettspiel tut. Also, wir haben gerade in Corona-Zeiten sind viele dazugekommen über unseren Myra-Discord. Vielleicht könnte jemand im Chat gerade nochmal den Myra-Discord erwähnen. Aber da sind viele dazugekommen, die halt dann, für die der Zugang zu Myra als Kampagnenwelt erstmal das Rollenspiel auf Myra war. Ja, man hat da einen Hintergrund und man kann darauf Rollenspiele ansiedeln. Aber das Rollenspiel alleine bewegt halt nur die einzelnen Figuren und ihre Sichtweite. Und eine strategische Simulation, wie sie Welt der Götter bietet und wie sie eben auch Welt der Waben bietet, gibt nochmal einen anderen Blick, auch dadurch, dass man Verantwortung übernimmt, nicht nur für eine einzelne Person und vielleicht noch deren Begleiter und Helferpersonen, sondern eben für ein ganzes Land, ja, für eine Bevölkerung, für eine Zivilisation, für Religionen, die man selber vielleicht entwickelt oder erfindet, und für eine eigene Kultur. Und damit dann nochmal einen anderen Blick bekommt und vor allen Dingen die Interaktion der Spielenden. Ich habe ja gesehen, was mit anderen Weltenbauprojekten passiert ist, die gesagt haben, nee, also Welt der Götter, Welt der Waben, das ist mir zu kriegerisch. Ich möchte es gerne friedlich haben. Es kann ja jeder sein Land haben und dann schreiben wir uns einfach, wie es uns geht. Und die Erfahrung ist, daher ja auch ein bisschen die PvE oder Spieler gegen Spielleiter Frage, die Erfahrung ist, Konflikte geben den Charakteren und geben auch den Ländern einen Grund zu leben, einen Grund aktiv zu werden. Und in dem Moment, wo du diese Konflikte oder die Konfliktmöglichkeit künstlich ausschließt, in dem Moment wird die Welt starr. Und dann wird es auch irgendwann langweilig, weil dann dort nur noch die persönliche Heldengeschichte erzählt werden kann im Rollenspiel, aber nicht mehr der Herrscher gemeuchelt von dem Herrscher eines Nachbarreiches, weil den keiner im Rollenspiel spielt. Nun, man sieht ja, wie gut mit für Deutschland geklappt hat mit der Appeasement-Politik. Und ich denke, dass in den letzten Monaten auch bei einigen Leuten ein Umdenken ist. Also die Welt, wie sie man sich selber gern wünscht, einfach nicht der Realität entspricht. Ich möchte aber auch mal sagen, aus meiner Sicht, warum soll man dieses Spiel spielen, warum soll man nicht ein Computerspiel spielen? Jedes Spiel hat seine Vorteile und seine Nachteile. Ich würde niemandem sagen, also statt einem Computerspiel spielt es jetzt mal besser ein Briefspiel. Das ist eine reine Geschmackssache. Der eine, der
Möchte eigentlich nicht groß nachdenken, der drückt lieber auf den Knopf und explodiert da irgendwelche Feinde. Der andere, der tigert lieber durch die Welt und baut überall schöne neue Paläste oder was auch immer da gerade zu bauen ist. Der wesentliche Unterschied zwischen unseren Spielen und dem Computerspiel liegt ganz einfach daran, dass dahinter immer noch jemand hintersteckt, der sich in jeden einzelnen Spielzug ansieht und auf jeden einzelnen Spielzug reagieren kann. Das ist bei Computerspielen nicht der Fall. Es ist einfach unökonomisch. Computerspiele, die müssen Geld verdienen mit dem, was sie machen. Also das heißt, es muss sehr einfach oder nach Schema spielen. Wenn wir uns die Zeit leisten können, auch mal eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde Zeit aufzuwenden, um auf eine bestimmte Aktion eines Mitspielers einzugehen. Womit ich nicht sagen will, jeder Mitspieler muss da ständig irgendwelche Sonderaktionen oder sonst was machen. Aber die Möglichkeit besteht eben. Zum anderen ist es natürlich auch bei Computerspielen, der eine sagt, also ich lieber so ein Spiel mal eben schnell in 2 Stunden durch und dann mache ich irgendwas anderes. Bei uns denkt man 2 Stunden darüber nach, wie mache ich die nächste Spielstory, was schreibe ich meinen Nachbarherrschern. Und man stößt dadurch auch natürlich auch auf andere Leute, die sich noch 2 Stunden überlegt haben. Ja, also man hat nicht relativ einfache Gegner da, weil insbesondere auch die Situation niemals vergleichbar ist. Es ist immer wieder genau dasselbe. Und jede Aktion kann sogar unter Umständen unterschiedliche Auswirkungen haben, als sie es beim vorigen Mal hatte. Von daher würde ich sagen, also jemand, der die Zeit aufwenden kann, dem es Spaß macht, auch mal so ein bisschen nachzudenken und zu überlegen und zu simulieren, für den sind eigentlich Briefspiele auch eine schöne Sache. Womit ich nicht sagen will, der soll keine Computerspiele spielen. Das soll mehr als jeder tun. Oder Ja, kein oder Dungeon Dragons oder so. in virtuellen Welten rumlaufen. Ja. Ich habe jahrelang eigene virtuelle Welten gehabt und das hat auch was. Aber irgendwann macht man eben lieber wieder irgendwas anderes. Und zu Briefspielen kommt man deshalb zurück, weil da sehr viele Gehirnzellen in unterschiedlichen Bereichen angeregt werden. Und deshalb halte ich es für sinnvoll, dass es die auch weiterhin gibt. Es gibt ja leider nicht mehr viel. Es gibt ja nur noch Gladius. Nee, Gladius gibt es nicht mehr. Legions gibt es noch. Idee Ragnarök, was übrigens nochmal 5 Jahre älter ist als Feld der Götter. Und Wälder Warm. Und das war's. Da gibt es noch ein, zwei andere. Mir jetzt entfallen sind, das sind aber mehr Ja, Computerspiele, aber es glaube ich. gab andere, die halt wir auf dem Weg gesehen und wieder Ja. vergehen haben sehen, ne? Also Atolls und Cornucopias war bei den frühen, die gesagt haben, wir wollen nicht 100 Kleinfelder pro Feld, sondern vielleicht 20 oder so. Und wir hatten Kuhn Fabris mit Holger Federau, der, glaube ich, bei dir auch Hat auch mal Basiswelt mitgespielt, geleitet hatte. ja. Genau. Und Tyrandia lief ja auch noch relativ lange. Aber mittlerweile nicht mehr. Die Webseite gibt es auch nicht mehr. Ja, Also selbst Rick das hat Loomis sich gibt's ja nicht verabschiedet. mehr, ne? Der so einer der Pioniere des Der ist Briefspiels war. tot. Ja, Der ist tot. ich weiß. Wie auch einige unserer Mitspieler übrigens. Wohl wahr, ja. Das. Also wir sind ja nicht mehr die Jüngsten jetzt. Aber damals habe ich immer noch gesagt, wenn wir Rentner werden, dann immer noch Welt der Götter auch. Und bin ganz finster entschlossen, meinen Teil dazu beizutragen. Und wie viele Jahre hast du noch, bis du Rentner bist? Mein Handbescheid hier liegen. Okay. Du hast, glaube ich, noch 4 Jahre mehr. Ja, das könnte hinkommen. Wobei ich glaube, ich werde einfach so lange arbeiten müssen, bis Ich auch. ich nicht mehr reden kann. Das tue ich auch. Weil
Ich kann so in 2,5 Jahren anfangen, aufs Alter zu sparen. Aber gut. Das ist bei mir nicht viel anders. Ja. Ja, gut. Dann mit Blick auf die Zeit sage ich ganz herzlich danke, Wolfgang, dass du, obwohl virtuell, trotzdem gekommen bist. Du wärst ja auch bereit gewesen, nach Tübingen zu kommen, Natürlich. wenn dort was stattgefunden hätte. Und das, wie gesagt, das holen wir nach. Stattdessen bin ich nach Rothenburg gefahren, vor ein paar Tagen, und habe mich in der Stadt mal zum ersten Mal überhaupt übrigens. Oh, Also Rot. jeder war schon mal in Rothenburg auf der Taube, nur ich war es noch nicht, aber jetzt war ich auch mal. Ja, da habe ich sehr gemischte Erinnerungen, weil er halt direkt daneben Kreglingen liegt und in Rothenburg ob der Tauber war dann eines der ersten Ladengeschäfte der Drachenschmiede. Und an den Herrn und seine heutige Reichsbürgerei habe ich halt durchaus ein nicht ungetrübtes Verhältnis. Gut, also ich habe keinerlei Berührungsängste mit niemandem. Ich sage, solange er sich vernünftig mir gegenüber verhält und den Mitspielern gegenüber verhält, Ja, dann klar. kann er machen, was er will. Kann auch ein Alien sein, ich muss sagen. Nichts gegen Aliens. Gut. Okay, ich bedanke mich bei dir auch für die nette Einladung und dafür, dass du hier technisch alles hingebogen hast. Ja, gerne. Und ich hoffe, dass wir uns bald mal persönlich sehen. Machen Oder wir. über den Weg laufen. Ja, ich meine, du bist ja selbst Wenn du hier. unserem ersten Spielleiter von Ysatinga letzthin mehr oder weniger über den Weg Ja. gelaufen, ne? Hast Lothar Jungeblut am Telefon gehabt. Ja, also kriegen wir hin, Wolfgang. Vielen Dank. Wir beenden jetzt kurz aus technischen Gründen den Stream und dann geht es weiter mit Dr. Frank Weinreich. Vielleicht könnte jemand nochmal das Programm aufrufen. Und wir haben den Philosophie der Fantastik bei Tolkien und darüber hinaus und danach die antiken Rezeptionen der Fantasy. Welche Rolle spielen antike Vorbilder? Dankeschön und wir